Ja, halli, hallo, hallöchen. Ich bin's mal wieder, euer Bennert, und ich bin zurück. Und tut mir leid, dass ich euch gestern schon wieder im Stich gelassen habe und kein Video hochgeladen habe. Ab heute jeden Tag pünktlich um 14 Uhr ein Video. Und für jeden Tag, wo nicht um 14 Uhr ein Video online kommt, dürft ihr mich offiziell in den Kommentaren niedermachen als fauler Penner. Und damit starten wir auch mal direkt rein, denn heute habe ich mal wieder ein paar coole und lustige Clips für euch. Viel Spaß. Hä? Wo kommt denn jetzt der Tiger auf einmal her? Stell dir mal vor, du willst so mit deinen Jungs ein bisschen im Pool chillen, ihr wollt den Tag ausklingen lassen. Auf einmal kommt da ein Tiger reingesprungen. Oha, oha, der hat ultra Angst. Oha, oha. Der hatte wahrscheinlich noch nie so viel Schiss vorher in seinem Leben gehabt. Der hat so viel Angst vor dem Tiger, dass er nicht wegrennt, sondern wegschlittert. Wie ehrenlos, Mann, der Arme. Das ist ja wie im Zoo. Dort ist ein Tiger im Wasser und dort ist die Robbe. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Das ist schon ziemlich ehrenlos. Aber ich habe hier einen Typen gefunden, der setzt noch eine Stufe obendrauf. Und zwar war hier in dieser Schule Mottowoche. Also, ihr checkt schon, was Mottowoche ist, ne? Irgendein Motto wird vorgesagt, zum Beispiel Lieblings-YouTuber. Und die Leute verkleiden sich dann als ihr Lieblings-YouTuber. Ihr würdet euch natürlich als mich verkleiden, ne? Mottowoche Tag 4 Gender Swap. Okay, das hatten wir auch damals. Also, dass die Jungs sozusagen als Mädchen in die Schule kommen und die Mädchen kommen als Jungs. Und ich habe einen dabei gefunden, der hat das Motto wirklich krass getroffen. Na, der wird gecancelt dafür. Der bekommt Schulverweis. Der hat eigentlich gedacht, er ist jetzt durch mit Schule. Er kann noch die Mottowoche schön feiern. Aber dann kommt das. Dritter Schulverweis. Du bist raus, Bro. Nochmal Abitur neu machen. Also damit habe ich nicht gerechnet. Das ist wirklich innovativ. Und ich weiß ganz genau, er war der absolute King des Tages. Jeder hat das gefeiert, vor allem die Jungs. Aber bestimmt gab es noch ein paar Mädchen, die sich so richtig drüber aufgeregt hat. Was? Das ist Diskriminierung. Wir haben 2024. Das kannst du doch nicht machen. Wäre ich der Lehrer, ich hätte dem Bruder noch eine Note oben drüber besser gegeben beim Abitur. Einfach für die geile Idee. POV, dein Freund ist Ukrainer. Ey, bist du auch, Digga? Nein, nein. Okay. Hä? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Gut, und ihr merkt spätestens jetzt, auf welchem Level wir uns heute befinden. Es kommt gottloser Clip nach gottlosem Clip. Das ist echt nicht witzig, Mann. Und ich lache hier auch nur ich hab nicht gelacht, okay? Bruder, der Arme. Elia MTB, sowas ist echt nicht witzig. Ja, die Gesamtsituation ist auf gar keinen Fall witzig. Aber das ist schon witzig, muss ich sagen. Der Bre hat einfach Flashbacks bekommen. Dabei war es nur ein stinknormales Salamibrötchen. Boah, hab ich grad Bock auf so ein frisches Salamibrötchen vom Bäcker. Beste Zeiten, als ich damals immer die ersten Stunden geschwänzt habe und lieber zum Rewe gegangen bin, um mir so ein geiles belegtes Brötchen zu holen. Shoutout an meine Kunstlehrerin, die mich trotzdem niemals als fehlend aufgeschrieben hat. Ich habe eine Frage. Könnt ihr mir vielleicht beantworten, warum Donald Trump immer diesen einen Move macht, wenn er irgendwie was feiert oder tanzt? Er macht immer wirklich dieses Doppel-Runterhol-Emote. Ey, das kannst du echt keinem erzählen. Warum macht er das, Digga? Was will er mir damit sagen? Was hat er damit vor, Bro? Du bist sus, okay? Du bist sus. Das ist ein Finisher-Move. Der Bruder weiß halt wahrscheinlich nicht, wie man tanzt. Deswegen immer dieser Doppel-Ghost-Jerk-Off-Emote. Junge, ich habe das vorher nie gemerkt, dass es so aussieht, als würde er da zwei Leuten einen runterholen. Aber jetzt muss ich immer daran denken, wenn ich das sehe. Ach ja, psst, check mal mein Bre Mr. Sosa auf YouTube ab. Da kam gerade jetzt auch sein erstes Video online und der macht echt coole Videos, die man sich nice reinziehen kann. Erster Link in der Beschreibung. Könnt ihr direkt nach dem Video draufklicken und das auch noch abchecken. Wir sehen uns da drüben in den Kommentaren. Alle coole Leute checken das ab. Das hier ist ein schönes Video aus Hawaii. An einem schönen sonnigen Tag wird ein bisschen gefilmt, wie die Leute Spaß im Wasser haben und dabei coole Wellen kommen. Ein paar surfen, ein paar schmeißen sich einfach in die Wellen und alles ist einfach schön. Bis diese eine Welle kam. Und achtet mal auf den hier, der bereut seine Entscheidung direkt. Ja.
Yo, eine Sekunde vor dem Desaster. Das ist der Moment, wo er gecheckt hat. Oh, fuck, ich bin am Arsch. Wieso habe ich das getan? Wieso war ich so dumm? Hätte ich nicht einfach am Strand liegen können? Leider geht das Video nicht weiter, aber er hat bestimmt sein Surfbrett rausgeholt und ist die Welle dann geritten wie in so einem Hawaii-Movie. Bestimmt, bestimmt. Safe, safe. Wisst ihr, manchmal denke ich mir eigentlich so, okay, ich habe schon wirklich so ein bisschen Autismus, ich habe so ein bisschen ADHS, ich bin nicht ganz knusper im Kopf und mache random Dinge, die gar keinen Sinn ergeben. Aber was er hier macht bei einer Polizeikontrolle, killt echt alles. Wenn ich von der Polizei durchsucht werden sollte oder die mich irgendwie festhalten wegen keine Ahnung was, dann würde ich mich so wirklich anstrengen, so normal wie möglich zu sein, damit die Typen mich jetzt nicht irgendwie wegen einer falschen Bewegung auf den Boden rammen, mich mit in die Untersuchungshaft zerren und mich dort hungern lassen für 48 Stunden. Ja, und er hier? Can I fart real quick or no? It's free country, dude. Na, das ist crazy. Das vor einem Polizeiofficer zu machen, das erfordert echt Eier. Danach muss doch sein Instinkt anschlagen und der sich denken, okay, der ist auf Drogen, der ist nicht normal, der ist psychisch gestört, wir nehmen den jetzt mit. Der sagt vielleicht, Amerika ist ein freies Land, aber wenn du dort den falschen Polizist erwischst, der sackt dich wirklich dafür ein und nimmt dich mit, ne? Also das ist wirklich wieder, da frage ich mich echt schon wieder, was es eigentlich nicht gibt auf der Welt. Ich habe übrigens ab heute beschlossen, ich werde niemals in meinem Leben in eine Karaoke-Bar gehen. Vielleicht ist das mal lustig so mit seinen Jungs, mit seinen Mädels. Ja gut, ich weiß ganz genau, ihr habt keine Mädels am Start, deswegen... Ne, ist nur lustig für euch mit den Jungs. Vielleicht ist es mal ab und zu lustig, mit den Jungs da reinzugehen, ein, zwei Bierchen zu sippen und da ein bisschen auf Karaoke dort rumzugrölen. Aber das ist halt auch nur so lange witzig, wenn man es selber macht und nicht, wenn man dort am Chillen ist und das dann abgeht. Wo finde ich das Steckerkabel für das Mikrofon? Ich muss da mal kurz was erledigen. Hör auf, hör auf, hör auf! Meine Trommelfälle platzen gleich. Nee, ja richtig geil, wirklich. Also Karaoke-Bar hast du auf jeden Fall abgerissen. Das ist nice. Ich frag mich echt, was für Menschen gehen alleine in eine Karaoke-Bar und singen dann auf Ernst so? Die versucht ja auf Ernst zu singen, die denkt, sie ist krass. Wer macht das? Und wieso nimmt man sich sowas für den Abend vor? Ich meine, gibt's nicht tausend andere coole Dinge? Und ein dickes Beileid an alle Leute, die mit ihr dort in dieser Karaoke-Bar saßen und sich das den ganzen Abend wahrscheinlich geben mussten. Weil so wie ich sie einschätze, so, die juckt das auch gar nicht. Die macht den ganzen Abend weiter und sagt immer wieder, oh, das ist mein Lieblingssong, den muss ich auch noch singen. Okay, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt, dass ihr euch anschnallt. Okay? Schnallt euch bitte wirklich an. Und wenn ihr zu Hause seid, keine Ahnung, bindet euch irgendwo fest, weil gleich könnte es sein, dass ihr alle einen Anfall bekommt. Hast du einen Migrationshintergrund? Also, diese zwei Ladies werden jetzt gefragt, hast du einen Migrationshintergrund? Und ich weiß nicht, wer von euch sich an dieses legendäre deutsche Meme von damals erinnert. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Ja, ja, ist eine weiße Wand, Bro, ist eine weiße Wand. Gott. Und ich dachte, sie muss ja die Einzige sein, die auf sowas reinfällt, beziehungsweise die Einzige sein, die sowas nicht checkt und so hardcore rein mit der Antwort. Und dann habe ich diesen Livestream gesehen. Hast du einen Migrationshintergrund? Ja. Okay, sie sagt schon mal ja. Sie hat einen Migrationshintergrund. Ey, 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 das ist schon mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte, die jetzt beide komplett rein. Gut, sie hat die Frage verstanden. Hast du einen Migrationshintergrund? Ja. Nein. Wie nein? Du bist so dämlich. Wieso? Hä? Also, ich glaube ihr, dass sie einen Migrationshintergrund hat. Und ich glaube, das ist auch schon echt. Wieso ist sie jetzt dämlich? Du bist so dämlich. Wieso? Dein Migrationshintergrund ist, ob du eine Behinderung hast. Nein, bist du dumm? Das heißt, dass man auf ein anderes Land kommt. Ach du heilige Sch. Nein, ich google jetzt. Die feiert sich sogar noch dafür ab und lacht ihre Freundin aus, die es richtig hat. Oh mein Gott, das ist ja fast so schlimm wie das mit der weißen Wand. Was labert die? Und sie sagt, dass ihre Freundin dumm ist, weil sie nichts checkt. Alles klar, ich habe heute wieder alles gesehen. Das war's doch schon wieder. Und damit ist mal wieder die tägliche Dosis an Gehirnzellen einfach weg. Verpafft von mir. Super, danke.
Durch sie bin ich mal wieder 0,5% dümmer geworden. Ey, das ist so gottlos, ne? Wie die sich sogar noch feiert und ihre Freundin auslacht, weil sie denkt, sie hat recht. Ey, hast du einen Migrationshintergrund, als ob du eine Behinderung hast? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber immerhin gute Quote. 50-50 halt, ob sie rein oder nicht. Einer hat's richtig, die andere komplett rein. Gut, kann man mit leben. Normale Quote in Frankfurt, würde ich sagen. Sie hat bestimmt die Welt nicht mehr verstanden, als ihre Freundin gegoogelt hat und sie dann gemerkt hat, oh Scheiße, ich habe komplett reingekackt. Obwohl, gut, bei sowas, die interessiert sich bestimmt gar nicht dafür. Die hat da sowieso danach wieder vergessen, was Migrationshintergrund war. Ja, wollt ihr mich verarschen? Hey, mein Kleid, Alter, ich schwöre in Nerv. Was ist das? Was passiert? Nimm mein Kleid weg! Ey, was macht die da? Die heiratet gleich und frisst sich erstmal einen Döner davor rein? Wahrscheinlich noch mit Zwiebeln, Knoblauch, scharfer Soße, alles drauf, ne? Was passiert? Mein ganzes Land ist voll wegen euch, euer Gerede, ja? Die, wieso sind die anderen schuld? Du sitzt doch da und frisst den Döner, während du dein Hochzeitskleid anhast. Wow, 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 wer kommt überhaupt auf die Idee? Das ist doch voll ekelhaft. Du bist doch komplett am Stinken danach. Wer regelmäßig Döner isst, der weiß ganz genau, das geht nicht einfach weg, wenn man ein bisschen Deo macht und ein bisschen sich die Zähne putzt. Nein, Dönergeruch, vor allem in der Kombination. Ich sehe das von hier, sie hat alles drin. Das bleibt erstmal 1-2 Tage, dieser Geruch. Wie kann man denn seinen Partner so wenig lieben? Wie kann sie ihm das antun? Stellt euch doch mal vor, dieser Typ sollte eigentlich den schönsten Tag in seinem Leben haben und später kommt seine Braut und will ihn küssen und stinkt dabei komplett nach Knoblauch und Döner aus dem Mund. Also das ist wirklich ekelhaft. Mama übertreibt alle. Das stimmt, übertreibst. Aber das steht so viel. Ja, guck mal, der Bruder schiebt schon voll die Paranoia und macht erstmal alles voll mit Duftspray, damit es hier nicht so stinkt. Ich rieche nicht. Das riecht gar nicht gut. Die ganze Zeit ist ein Darfst du das nicht essen. Der ist komplett angewidert. Warum denn? Guck mal, wir sind schon in einem Raum. Halt mal fest, diese. Spalle, wir brauchen stark. Tut schon, ja, oder? Nein, dann. Schon, dann. Aha. Die Zähne putzen nicht. Guck mal, Mama, die ist nicht. So, ihr habt auch Schuld, Jana und Donald, du hast es. Ey, ich hab sowieso miese Laune heute. Mama, mein lass doch mal anstatt, was die wenn die meckert, warum holt ihr das denn? Also das ist schon wieder andere Welt, ne? Und ich müsste mir wirklich zweimal überlegen, ob ich jetzt ja sage, wenn meine Frau beziehungsweise meine zukünftige Frau vor mir auf dem Altar steht und plötzlich dieser Dönergeruch in meine Fresse drückt. Dieser richtig stechende, ekelhafte Knoblauch-Zwiebel-Dönergeruch. Bah. Bah. Ich glaube echt, ich würde dann nicht heiraten. Ich würde ja mir nochmal paar Wochen Überlegungszeit geben. Gut, meine Damen und Herren, und wenn ihr wollt, dass ich euch einen Döner ausgebe, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Und by the way, checkt mein Bre Mr. Sosa auf YouTube aus. Da gibt's jetzt auch ein neues Video und der macht wirklich coole, 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 coole Videos. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Psst, hier geht's direkt zum ersten Video von Mr. Sosa.